Ich wollte gerade mit meinem Intro anfangen. Ja, ich bin heute wieder mit der mysteriösen Person hinter mir unterwegs. Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal 10 gruselige Videos an, die du nicht alleine schauen solltest. Deswegen, wenn es dich gefällt, lass einen Daumen nach oben da. Ein Daumen nach oben auf diesem Video ist gleich eine Person mehr aus unserer Community, die sicher ist vor diesen gruseligen Dingen. Wie viele Leute können wir in Sicherheit bringen? Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Da ihr regelmäßig nach Gruselvideos fragt, haben wir beschlossen, wieder eins zu machen. Oh nein. Heute zeigen wir euch also gruselige Kreaturen, unheimliche Geister und unerklärliche Momente, die euch eine Gänsehaut bescheren könnten. Oh nein. Wenn du keine Gruselvideos magst, dann schau es dir nicht an oder schau in die Kommentare. Du bist gewarnt. Ah, schade. Okay, wir müssen das Video leider an der Stelle beenden, Leute. Ah, wir können es nicht schauen. Schade. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Let's go! Nummer 10. Xenos. Die folgende Geschichte stammt von einem Reddit-User namens SirSquid, in der er behauptet, dass er nachts, wenn er im Bett liegt, regelmäßig Schritte im ersten Stock hört. Jedes Mal, wenn er sich entschließt, einen Blick nach unten zu werfen, findet er eine Reihe von Gegenständen, die aus dem Schrank gefallen sind. Zuerst dachte er sich nichts dabei, aber nachdem dies immer öfter passierte, beschloss er, eine Kamera aufzustellen. Was er in den folgenden Wochen fand, war ziemlich erschreckend. Oh mein Gott. Der Lieblingssessel des Mannes, der im Wohnzimmer stand, begann aus dem Nichts heraus hin und her zu schaukeln. Aber die Kamera fing noch mehr geisterhafte Aktivitäten ein. Hä? Nach einer Weile fielen nämlich Gegenstände aus dem Schrank auf den Teppich. Die Reaktionen der Leute auf Reddit variieren ziemlich stark. Einige glauben, dass ein Ventilator die Bewegung des Stuhls verursacht, während andere glauben, dass dies tatsächlich das Werk eines Geistes ist. Ah, also dieses Runterfliegen, das sah mir zu fake aus, aber der Stuhl... Das folgende Video einer angeblichen Geistersichtung soll von den Philippinen stammen. Hä? Leider konnte ich das Originalvideo nicht finden, daher habe ich keine Ahnung, ob dieser Clip echt ist oder nicht. Okay. Wenn wir das Video analysieren, sehen wir, wie sich jemand nähert, der anscheinend durch ein verschlossenes Tor geht. Okay, es ist schwer Bro, zu sehen, aber viele Leute no. glaubten sofort, dass es sich um einen Geist handelt, denn wie sonst wäre es zu erklären, dass die Figur durch ein geschlossenes Tor geht? Mehrere Leute sagen, dass es möglich ist, dass die Figur über das Tor geklettert ist. Aber es ist schwer zu sehen, weil das Video in schlechter Qualität ist. An einem Punkt nähert sich die Figur der Kamera und wir können sehen, dass es möglicherweise ein Mann ist, der Shorts trägt. Es bleibt jedoch unerklärlich, wie er es geschafft hat, durch das Tor zu gehen. Okay. Was denkst du, was hier vor sich geht? Okay, weißt du, was ich denke? Guck dir diesen Typen an und sag mir, dass das kein Geist ist. Verdammt nochmal, Alter. Oh, das ist Siegbert der Vierte, Alter. Jeder kennt den. Und Leute, wenn ihr von Siegi nicht nach Hause gesucht werden wollt, dann lasst ein Abo auf diesen Kanal da. Hey, es gibt jeden Tag umsonst ein neues Video. Ich würde mich sehr freuen. Probiert's mal aus. Wenn ihr morgen keinen Bock mehr habt, könnt ihr eure Entscheidung rückgängig machen. Einfach mal probieren. Jeder, der es macht. Dankeschön. Weiter geht's. Nummer 8. Okay. Und Nummer 8. Das Clown Motel wurde 1985 gegründet und befindet sich in Tonopah, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Nevada. Warte mal. Wie der Name schon sagt, ist das Motel voll mit clownsähnlichen Puppen. Es soll über 2000 von ihnen geben und eine davon ist nicht nur die größte, sondern auch die gruseligste. Okay, Digga, warte mal ganz kurz. Du willst mir sagen, es gibt ein Hotel, was aus Clowns besteht, wo überall nur Clowns sind und du überall nur Clowns siehst und wahrscheinlich die Leute auch noch als Clowns verkleidet sind. Soll ich hingehen? Soll ich mal machen? Soll ich Urlaub da machen? Soll ich hingehen? Würdet ihr feiern? Schreibt Kommentare. Viele Angestellte, die im Motel arbeiten, behaupten, den Clown sich bewegen gesehen zu haben. In der Nähe des Motels befindet sich ein alter Friedhof, der in den 1900er Jahren angelegt wurde, um mehr als 300 Menschen zu begraben, die angeblich durch die mysteriöse Tonopah-Pest getötet wurden. Es wird daher angenommen, dass die bösen Geister in das Motel eingezogen sind, um die Besucher zu erschrecken. Es kursieren auch Geschichten, dass Zimmerschlüssel verschwinden und dass nachts Stimmen zu hören sind. Der YouTube-Kanal Paranormal Voyages entschied sich, ein paar Nächte im Motel zu verbringen und versuchte mit dem Clown zu kommunizieren, um ihn zum Umziehen zu bewegen. Allerdings passierte in dieser Nacht sehr wenig. Aber als sie alles wieder zusammenpackten, fing die einzige Kamera, die noch an war, dies ein. Nein, hör auf. You know what? I don't have a connection. Na, okay. Nein. Alle sind schockiert, dass der Clown einfach seine Hand bewegt hat. Aber das war noch nicht alles, denn schau, was als nächstes passiert. It's down. Könnte dies ein Beweis dafür sein, dass der Clown doch paranormal ist? Bro, also eine Hand rutscht runter, okay, sehe ich ein, ja, Zufall und so. Schau mal, meine Kamera wird unscharf, das ist auch ein Zeichen. Aber zwei, also nacheinander, so, Nummer 7. Boah, Bruder. Die Männer vom YouTube-Kanal Exploring Abandoned Mines waren im Februar 2019 in Mexiko, um eine 168 Fuß tiefe verlassene Mine
zu untersuchen. Hm? Nachdem einer von ihnen beschließt, durch den Minenschacht hinabzusteigen, verheddert sich irgendwann das Seil. No way. Vom Klang seiner Stimme her beginnt er es sehr beängstigend zu finden. Oh, they're going down fast. Als wäre das nicht schon beängstigend genug, hört er in einer Tiefe von 125 Metern plötzlich eine Stimme, die "Oh" sagt und dann ein seltsames Zischen. Wow. Viele Leute diskutieren in den Kommentaren darüber, was das gewesen sein könnte. Einige denken, dass dies das Geräusch des Seils war, das an der Felswand entlang schabt, während andere denken, es war ein Tier oder ein Geist. Was denkst du, was er gehört hat? Schreibe es in die Kommentare. Ich würde sagen, irgendein Tier, weil... Nummer 6. No joke, Tiere können genauso klingen. Als ich auf das folgende Bild einer gruseligen Kreatur mit langen Armen und einem... Ich boxe dich gleich. Was blendest du für Bilder da ein, Junge? ...kleinen weißähnlichen Gesicht stieß, dachte ich, dass das ziemlich gruselig aussieht. Also ging ich nachforschen und fand das Video, in dem wir die Kreatur die Straße Ich dachte nicht, dass da ein Video kommt. Glücklicherweise handelt es sich nicht um eine echte Kreatur, sondern um ein Kostüm, das vom YouTube-Kanal General Tampon gemacht wurde. Dieses Kostüm wurde angeblich speziell für Halloween angefertigt, um den Leuten einen gehörigen Schrecken einzujagen. Es soll von den Kreaturen namens The Landstriders aus dem Fantasy-Film The Dark Crystal von 1982 inspiriert sein. In diesem Video gehen sie auf die Straße, um die Leute zu erschrecken, und sie haben einen guten Job gemacht. Stell dir vor, du würdest nachts auf dieses Ding stoßen. Danke, dass du es danach sagst. Danke, Bruder. Nummer 5. Danke. Gib High Five. Der nächste YouTuber mit dem Namen Ehab Kasmeya kommt aus Jordanien, einem Land im Mittleren Osten, und er ist bekannt für die verlassenen Orte, die er erforscht. In einem Video, das er im Juni 2019 hochgeladen hat, erkundet er ein altes Gebäude irgendwo im Untergrund, nachdem er gehört hat, dass hier paranormale Dinge passieren. Es soll sich ein Djinn in dem Gebäude aufhalten. Ein Djinn ist laut dem Koran ein übernatürliches, unsichtbares Wesen, das die Gestalt eines Menschen annehmen kann. Nach einer Weile des Herumlaufens beginnt er immer schneller in den verlassenen Räumen zu suchen, denn er hat das Gefühl, dass er verfolgt wird. Und sein Gefühl ist richtig, denn als er in einem der Räume mit einem Spiegel an der Wand ist, sieht er plötzlich etwas hinter sich. Sobald dies passiert, ruft er einige arabische Worte, die den Djinn wieder verschwinden lassen und ihn in Ruhe lassen. Warte. Definitiv eine sehr gruselige Erfahrung, wenn du mich fragst. Bro, aber das war nur ein Schatten, glaube ich, oder? Das war nur ein Schatten vom Buch oder so. Das folgende Video wurde von einem Facebook-Nutzer namens Chai Unique Legacy hochgeladen und spielt in der Nähe eines abgelegenen Waldes im US-Bundesstaat Florida. Als die Person einen Livestream auf Facebook machte, bemerkte sie irgendwann seltsame Bewegungen draußen in der Nähe der Bäume. Nach einer Weile fasst sie sich ein wenig Mut und beschließt, die Tür zu öffnen, um einen Blick darauf zu werfen. Was sie sah, war ziemlich gruselig und unerklärlich. Wie du gesehen hast, rannte Shai Unique nach drinnen, sobald sie eine große und durchscheinende Gestalt vorbeischweben sah. Bro. Nach Meinung vieler Menschen ist dies einer der glaubwürdigsten Momente eines Geistes oder einer Entität, die mit der Kamera eingefangen wurde. Die Tatsache, dass es ein Livestream war und nicht nur ein Video, macht es noch so viel gruseliger. Was denkst du, was es war? Schreibe es in die Kommentare. Also Mensch, kann es nicht sein, Alter, dass... Okay, es ist wirklich, no joke, das hier ist das krasseste Video bis jetzt, weil es 100% real sein kann. So, es ist in einem Livestream, es ist nicht gefaked so. Man kann... wisst ihr, wie ich... Oh Mann! Schreibe es in die Kommentare. Wieso existiert sowas? Wieso? Nummer 3. Wieso? Ein Reddit-User namens MRB99 lud im Januar 2020 ein Video hoch, in dem die Sensoren seines Tesla-Autos etwas Seltsames aufzeichneten. Er saß mit seiner Tochter in einem Tesla Model 3 und als er sein Auto in der Garage parken wollte, fing die Kamera eine dunkle Gestalt ein, die vor seinem Auto stand, als es nicht da war. Mehrere Leute in den Kommentaren glauben, dass es sich um einen Softwarefehler handelt, während andere glauben, dass es möglich ist, dass die Sensoren Geister auffangen könnten. Auf jeden Fall war seine Tochter sehr schockiert darüber. Ein paar Tage später erzählte er im Reddit-Post, dass er seitdem keine ähnlichen Momente mehr einfangen konnte. Also war das nur ein Glitch oder ein Geist? Safe nun Bug. Nummer 2. Aber ultra creepy, ultra. Als ich im Internet auf das folgende Foto einer Figur mit langen Fingern stieß, dachte ich, die Figur an sich sei schon gruselig genug. Aber das Foto stammt aus einem Video auf dem YouTube-Kanal von Danny Donahue. In dem Video sehen wir eine Frau, die zu ihrem Auto geht, irgendwann an einer Straßenecke auf die Figur trifft und sie weiter anstarrt, während sie versucht, ihre Finger zu verstecken.
Wenn ich einer solchen Figur begegnet wäre, wäre ich definitiv weggelaufen. Als die Frau in ihrem Auto sitzt, scheint die Gestalt an ihr vorbeizugehen, als sie einen Moment nicht aufpasst. Bro, er redet das so... Warte mal, also ich wollte gerade sagen, er redet so, wie wenn das real wäre. Das ist ein Kurzfilm. Also der ist mit Absicht so ein Horror-Kurzfilm. Ist halt so gedreht worden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich nur um einen kurzen Horrorfilm handelt, der von einem talentierten Filmemacher erstellt wurde. Trotzdem dachte ich, dass dies einen Platz auf dieser Liste verdient hat, weil die Figur sehr gruselig aussah. Kann man machen. Platz 1, ey, Nummer 1. Jetzt bin ich gespannt. Im folgenden Video gehen die Leute vom YouTube-Kanal Ogden Paranormal Investigations in das am meisten heimgesuchte Krankenhaus im amerikanischen Bundesstaat Utah. Okay. Dieses Krankenhaus heißt Asylum 49 und wurde 1953 offiziell eröffnet. Boah. Weil das Krankenhaus nicht genug Geld hatte, mussten sie alle Verstorbenen in einen Raum werfen. Boah. Der Geschichte nach gibt es den Geist einer Krankenschwester, die in dem Gebäude herumläuft, und außerdem gibt es einen Mann und ein kleines Geistermädchen, die nachts kichernd den Flur entlang laufen. Heutzutage ist das Krankenhaus zu einem Spukhaus geworden, in dem Menschen behaupten, seltsame Dinge erlebt zu haben. In dem Video sieht man regelmäßig Kugeln oder Orbs in verschiedenen Räumen und vor allem im alten Operationssaal. Aber der gruseligste Teil ist, wenn sie einen der Räume betreten, wo eine gruselige Schaufensterpuppe steht. Oh mein Bro. Wenn wir auf die linke Seite des Raumes gehen, sehen wir etwas am Fenster, das verschwindet, sobald sich die Kamera darauf zubewegt. Die Leute vom YouTube-Kanal vermuten, dass es sich um eine Geistersichtung gehandelt haben könnte. Hast du schon... Oder was war das für eine Puppe? Alter, wer hat die Puppe reingestellt hat. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal kostenlos. Falls ihr neu seid, einen größeren Pipi, Alter, rein da. Ja, ich weiß, ihr wollt groß alle abonnieren. Let's go. Und dann geht jetzt runter, ja, ab. Jetzt sind wir fertig für heute.